Hallo liebe Fußballfreunde, beim Mittelfeldpressing geht es darum, dass wir den Ball in der mittleren Zone des Spielfeldes vom Gegner erobern möchten, indem wir Druck ausüben. Mittelfeldpressing wird sehr oft verwendet, weil es ganz einfach sehr viele Vorteile hat. Die Zone sollte in etwa beim Mittelkreis in der gegnerischen Hälfte anfangen. Ich sage bewusst in etwa, weil es einfach keine goldene Regel gibt, wo genau die Zone jetzt anfangen muss. Da kommt es einfach auf jeden Trainer drauf an, wie er das gerne haben möchte. Das heißt, wenn der Gegner hier hinten herumspielt, dann ist es kein Problem, dann lassen wir ihn da. Aber sobald er diese Linie überschreiten möchte, entweder mit einem Dribbling oder wenn der Pass in die Zone reinkommt, egal ist wohin, dann muss von uns, wie gesagt, der Druck kommen. Was sind die Vor- und Nachteile vom Mittelfeldpressing? Ein Vorteil ist, dass sich alle 11 Spieler hinter dem Ball befinden. Und es ist viel ökonomischer als zum Beispiel das Angriffspressing. Ein weiterer Vorteil ist, ich kann den Gegner auf eine bestimmte Seite lenken, dorthin, wo ich ihn haben möchte. Oder sogar auch in die Mitte, wenn ich das will. Warum? Weil ich dann anhand von einer Überzahlsituation erhöhe ich dann die Chancen, um den Ball zu erobern. Wie das genau funktioniert, wie man einen Gegner auf eine bestimmte Seite lenkt, das seht ihr in einem extra Video von mir. Ein weiterer Vorteil ist, dadurch, dass der Gegner gerade im Spielaufbau ist, ist er, wenn wir den Ball erobern, in einer defensiven Unordnung. Und er bietet mir freie Räume, die ich bespielen kann. Hier zum Beispiel. Das heißt, wenn ich den Ball erobere und wenn ich schnell umschalte und einen Konter starte, dann kann ich die Unordnung vom Gegner und diese ganzen freien Räume, die er mir bietet, kann ich ausnutzen und da kann ich ihm wehtun. Aber wie gesagt, es muss ein schnelles Umschaltspiel in die Offensive sein. Ein wichtiger Punkt, den man beachten muss beim Mittelfeldpressing, ist der Raum hinter der Abwehr. Dieser Raum kann sehr gefährlich werden, wenn unsere Verteidiger nicht die hohen Bälle vom Gegner rechtzeitig erkennen und antizipieren. Weil, wenn der hohe Ball hinter die Abwehr kommt, dann kann es sehr gefährlich werden, wenn der Gegner im richtigen Moment durchläuft und zum Ball kommt. Das heißt, unsere Verteidiger müssen ständig wach sein und ständig die hohen Bälle schon im Vorhinein erkennen, damit sie sich nach hinten fallen lassen können. Damit sie den Ball nach vorne attackieren können und nach vorne verteidigen. Weil wenn sie das nicht tun, dann wird es auch schwieriger, den Ball zu klären. Weil wenn der Ball nach hinten kommt und der Verteidiger dreht sich und läuft den Ball hinterher, dann ist er mit dem Gesicht zum eigenen Tor. Und wenn dann noch der Druck vom Gegner kommt im Rücken, dann ist es natürlich schwieriger, den Ball zu klären, als wie wenn ich nach vorne verteidige. Das heißt, noch einmal, unsere Verteidiger müssen ständig wach sein und diese hohen Bälle vom Gegner rechtzeitig antizipieren, damit sie sich rechtzeitig fallen lassen. Es bringt sich aber auch nichts, wenn sie schon ständig hinten stehen und unter Anführungszeichen auf Nummer sicher gehen, weil dann entstehen zu große Räume zwischen den Linien, zwischen der Abwehr und der Mittelfeldlinie. Und dann können sich die Gegner in diesen Räumen platzieren und wenn sie dann zum Ball kommen, wird es auch gefährlich, wenn sie mit Tempo auf unsere Abwehr zulaufen. In diesem Zusammenhang muss natürlich erwähnt werden, dass der moderne Torhüter heutzutage nicht mehr auf der Linie hinten stehen bleiben darf, sondern er platziert sich weiter vorne. Er spielt sozusagen den klassischen Libero. Weil, wenn der hohe Ball hinter die Abwehr kommt und wenn der Verteidiger verschlafen hat, dann besteht noch immer die Möglichkeit, dass der Torhüter den Ball klärt. Natürlich nur, wenn es möglich ist.